gestanden. Heute haben wir immer eine Jacke und eine lange Hose an, weil es hat in der Nacht geregnet, deswegen ist jetzt auch ein bisschen kälter. Wir gehen jetzt nochmal uns fertig machen und dann gehen wir frühstücken. Und dann werden wir nochmal in den Freizeitpark gehen. Jetzt nochmal zum Haus und holen unsere Sachen und bringen die dann ins Auto, weil wir ja heute abreisen. Wir gehen jetzt gleich rein, wir müssen noch 25 Minuten leider warten. Jetzt nochmal Flug der Dämonen. Wir sind jetzt wieder raus aus dem Flug der Dämonen, das war wieder richtig geil, oder? Ja. Und unser Vater konnte einfach vorne sitzen, in der ersten Reihe. Wir waren zweite. Ja, genau. Und jetzt sind wir auf der Suche nach dem Desert Race. Das ist die letzte Achterbahn, die uns noch fehlt. Und dann sind wir alle gefahren. Jetzt Wildwasserbahn. War richtig geil und jetzt werden wir erstmal was essen gehen. Wir werden jetzt zum fünften Mal Flug der Dämonen fahren. Wir sind jetzt wieder zu Hause angekommen. Wir sind auch gerade schon in meinem Zimmer und wir haben schon alles weggeräumt, wurden gut begrüßt und sind auch selber gut angekommen. Und jetzt wollten wir euch uns auch nochmal unser Fazit vom ganzen Urlaub geben und vom Heidepark so generell. Wie war deins? Also ich finde es super weiterempfehlenswert und ich kann euch auf jeden Fall Kolossus und Flug der Dämonen empfehlen. Es hat auch mega Spaß gemacht. Eigentlich waren alle Achterbahnen cool. Und ja. Ja, also ich fand's auch gut. Und da würden wir uns über ein Like und ein Abo freuen. Und dann bis zum nächsten Vlog und tschüss.